Neues Video zum Thema Ziele in der digitalen Kommunikation. Eins meiner Lieblingsthemen, muss ich einfach mal so sagen. Denn wir erleben es ja wirklich auch in der Beratung immer mehr, dass sich viele Unternehmen, mit denen wir dann zu tun haben, sich über ihre Ziele in der Kommunikation noch gar keine richtig Gedanken gemacht haben. Das ist echt dein Lieblingsthema. Weil aber es ist auch so wichtig. Es ist so wichtig, ja. Und es wird dem bis jetzt so wenig Beachtung beigemessen. Weil es ist ja wirklich so, wenn du nicht weißt, wo du hin willst, darfst du nicht wundern, wenn du nirgends ankommst. Also wenn du das Ziel vor Augen hast, nicht vor Augen hast, und das gilt eben auch für die digitale Kommunikation, wenn du da kein klares Ziel hast, ja, dann ist alles andere nur so ein bisschen so Flickwerk irgendwie so drumherum. Und das hat sich natürlich in der Vergangenheit bei vielen Unternehmen einfach auch so ergeben. Da wurde mal eine Webseite gebaut, dann kam noch mal so ein bisschen Google-Suchmaschinenoptimierung mit dazu, dann kam noch ein bisschen Social Media dazu. Und das ist einfach so organisch gewachsen hier und da kam was Neues dazu. Aber es fehlte das eigentliche Ziel. Und das gilt auch für die Webseite, für die ganzen Social Medias. Ohne ein klares Ziel gibt es auch kein Ergebnis. Und dann hören wir eben von vielen Kunden, ja, das bringt doch alles nichts, dies mit dem Internet, da kriegen wir doch keine Kunden, da passiert einfach nichts. Und da sagen wir, okay, fangt doch einmal an, euch wirklich mal über eure Ziele Gedanken zu machen, daraus eine Strategie zu entwickeln und dann mit dieser Strategie dann auch loszulegen. Denn auch Ziele für eine Webseite, für eine digitale Kommunikation können so komplett unterschiedlich sein. Ich habe einfach nur so ein paar Ziele einfach nur mal aufgeschrieben. Das könnte einfach sein, Verstärkung von Marke, Branding, Image, also reines Image-Thema. Das könnte auch sein, das Thema Positionierung oder auch Neupositionierung. Wenn ein Unternehmen sich für etwas steht, für etwas sein will, kann man das auch über die Kommunikation entsprechend auch steuern. Denn manchmal ist das auch nicht so ganz klar. Klassischerweise so das Hauptziel von den meisten Webseiten ist doch einfach nur informieren. Über Produkte, über Dienstleistungen, wer sind wir, was machen wir, was soll insgesamt dargestellt werden. Ein weiteres Ziel könnte zum Beispiel sein an der Webseite, wenn man dann auch vertrieblich, wenn das vertrieblich strukturiert ist, die Kontaktaufnahme. Das heißt, den User, der die Webseite besucht, gezielt zu animieren, Kontakt mit dem Unternehmen aufzunehmen, sei es über ein Kontaktformular, sei es über das Telefon, dass auch die in dem Moment natürlich die Telefonnummer mal so richtig... Ladenbesuch, so war. Genau, weil das sind jetzt noch andere Thema. Es könnte auch ein Ziel sein, in die Newsletter einzutragen. Auch das kann gezielt sein. Manche Ziele finden sich an anderen Webseiten auch über Landingpages, wo es einzelne Unterseiten noch oder Einzelseiten noch einmal dazu im Thema gibt, um ein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Da könnte man dann auch noch, da werden wir in anderen Videos nochmal zum Thema Landingpages auch nochmal detaillierter. Genau, wir differenzieren dann nochmal zwischen einer Landingpage und einer Website. Das sind auch nochmal Einzelgeschichten. Genau. Aber ein ganz Ziel, was wir ganz häufig sehen, Produkte online verkaufen, ist auch ein Ziel aller Shop-Seiten. Oder wenn ich auch einzelne Dinge habe, werden Produkte inszeniert, damit sie direkt online gekauft werden. Oder ein weiteres Ziel, du sagtest es eben schon, die Produkte so zu inszenieren, wenn es zum Beispiel ein Ladenbesuch ist. Das heißt, ob ich jetzt größere Produkte, ein Bettenfachgeschäft ist, zwar werden auch schon Betten online verkauft, aber in der Regel gehe ich ja dann doch mal ins Möbelhaus, lege mich nochmal aufs Bett drauf, wie auch immer, Probe liegen etc., gehört bei manchen Dingen mit dazu. Oder eben auch, dass ich mich Investment online Autos natürlich ist. Autos, also ja, auch Probefahrt. Ein schönes Probefahrt machen. Und wie gesagt, einige Marken verkaufen zwar auch schon Autos jetzt komplett online. Das habe ich eben auch schon gesehen. Tesla verkauft auch die Autos die online beispielsweise. Also das sind ganz unterschiedliche Ziele. Und dahingehend würde man auch die Kommunikation ganz klar, ganz anders bauen. Und ich glaube, je mehr man sich über diese Ziele im Vorfeld mal Gedanken macht und dementsprechend dann auch diese Kanäle, diese Online-Kanäle, Webseite, Suchmaschinenoptimierung, Social-Media-Kanäle etc., die entsprechend aufbaut,
dann ist das auch wirklich dann effektiv, damit da irgendwas rauskommt. Mhm. Was ist denn unser Ziel? Unser Ziel von NR Digital ist einfach natürlich zu informieren, aber wir bauen auch Landingpages für uns, die dann ein bestimmtes Ziel, Kontaktaufnahme zum Beispiel, verfolgen. Also man kann auch mit uns online einen Termin zum Beispiel vereinbaren, weil das sich auch dann auf einer Landingpage befindet. Das sind auch unterschiedliche Ziele, aber dafür bauen wir dann auch unterschiedliche Seiten dann wieder. Mhm. Wo kann man uns denn erreichen? Uns kann man immer erreichen auf www.nrdigital.de. Da finden wir zum Beispiel alles. Denn in einem anderen Video haben wir schon gesagt, die Webseite ist das Entscheidende für alles. Ja, stimmt. Gut, also so geht's weiter. Bis zum nächsten Mal.